ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Mann, die Studenten auf dem Campus reden echt verdammt viel über Snacks. Eigentlich ein banales Thema, ich weiß, aber eins muss ich mal loswerden. Cheesy Gubbins sind okay. Aber der Snack schlechthin sind eindeutig Grub Grubs. Aus echten, natürlichen, todesverstorbenen Insekten. Klar, das klingt vielleicht ein bisschen crazy, aber ich fahre total auf den dezenten Geschmack ab. Die Lieferzeit beträgt zwar ein paar Monate, aber hey, ich finde, das sind sie definitiv wert. Die Einschreibung ist jetzt offen für Archäologie. Zeit für eine Studentenstory über eine Bäckerei, die ab jetzt kleine Brötchen backen muss. Ju, was hast du für uns? Die Bäckerei Old Widget in Hogsport verwöhnt die Studis vor Ort schon seit Generationen mit ihren berühmten Marmeladendonuts. Doch diese süße Geschichte geht nun zu Ende. Denn die Maschine, die die Donuts mit den köstlichen Fruchtmischungen füllt, hat heute wegen irreparabler Marmeladenfäule endgültig den Geist aufgegeben. Zu Ehren der Maschine serviert die Bäckerei nun Donuts ohne Füllung. Sie mögen zwar hohl sein, doch diese Leere verleiht ihnen einen bittersüßen Beigeschmack. Als würde man von einem guten alten Freund Abschied nehmen. Nächste Woche geht es dann mit einer neuen Maschine weiter, die uns viele neue Donuts und neue Erinnerungen schenken wird. Hausmeister bei den Witzis benötigt.
was zu tun ist. Dass Hunde keine Hausaufgaben fressen. Das Reich von Guanciale wurde vom bösen Gemüsehändler gestürzt. Vom Bratensoßenmeer zu den gänsekleinen Höhlen. Keine Ecke dieses einst tierisch herzhaften Landes ist gegen das abscheuliche Grün gefeit. Es gibt nur einen, der uns jetzt noch retten kann. Der Haxenhexer! Erkunde eine Welt voller Legenden und Lammkoteletts in Haxenhexer. Die Rückkehr des Zwiebelbratenzauberers. Exklusiv für den Bungle Button Master. Wo die Spiele richtig fetzen. Hausmeister bei den WCs benötigt. Zu tun.
Einige im Team von Radio Campus machen sich eine Platte, weil wir über die letzten Monate wohl einen leichten Zuhörerschwund hatten. Aber ganz ehrlich, ich habe damit überhaupt kein Problem. Mir wäre es sogar deutlich lieber, wenn unsere kleine Community so klein wie möglich bliebe. Dann könnte uns die Masse nie vom coolen Underground in den öden Mainstream ziehen. Mein Traum wäre ja, dass überhaupt niemand mehr zuhört. Und ich den ganzen Tag nur mit mir und für mich selbst rede. Das wäre der absolute Oberburner. Harte Arbeit zahlt sich aus. Manchmal aber auch nicht. Das Jahresende naht. Ihr könnt immer noch durchstarten. Vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus räumen. Die Jahresendwertung steht fest. Ergebnis: akzeptabel. Die Sommerpause wäre die perfekte Zeit für Bauarbeiten. Ich meine ja nur. Gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Lehrplan fordert zusätzliches Zimmer. Wiederhole, neues Zimmer für den Lehrplan. Ist das nicht wunderbar? Thank you.
unter Studierenden. Manche Noten solltet ihr persönlich nehmen. Nigel Bittleworth auf Two Point Radio. Hallo, hallo. Heute besprechen wir ironischerweise zum ersten Mal das Thema Fortsetzungen. Das, was uns ereilt, wenn die niederen Köpfe hinter irgendeinem Machwerk sich entscheiden, uns mit einer zweiten Ausgabe ihrer zweifelhaften Ergüsse zu beglücken. Erinnerung an alle Studierenden. Freizeit ist eine Illusion.
Verbalisierung, die Kunst des Wiederholens, stammt von dem lateinischen Wort Sequal ab. Was sich zufälligerweise stark nach dem Gefühl der Übelkeit anhört, das sich beim Erleiden einer Fortsetzung einstellt. Vielleicht sollten die einfallslosen Möchtegerne unserer Zeit sich das zu Herzen nehmen. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Nein, ich habe keinen entlaufenden Frosch gesehen. Ist nicht erstattungsfähig. Sequalisierung, die Kunst des Wiederholens. Moment, das hatten wir schon. Haben Sie das gehört? Ich hätte mich beinahe wiederholt und tat es dann doch nicht. Es ist also möglich. Und jetzt was Neues. Keine unerlaubten Gespräche auf dem Campus, bitte. Durchstarten. Wenn du nicht weißt, wo deine Vorlesung ist, willst du denn überhaupt hin? Der Sommer bietet
Monate Zeit zum Entspannen und um sich auf das nächste Jahr vorzubereiten. Die Jahresendwertung steht fest. Könnte schlimmer sein. Genieß den Sommer. Das habe ich jedenfalls vor. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Neu in Crumleys Studentensortiment. Aufklappbare Pizza. Füllt den Magen, aber nicht den Schrank. Oh ja. Crumleys aufklappbare Pizza nimmt nur den Bruchteil des Platzes einer normalen Tiefkühlpizza ein. Aber einmal aufgeklappt, ist es eine ganze Pizza. Genau wie bei Muttern. Der Campus hat ein neues Gebäude eröffnet. Ist das nicht wunderbar? Ihr wisst, was zu tun ist. Thank you.
Es gibt keine Verlängerungen. Wenn Sie mich fragen, ist stumpfsinnige Wiederholung die Wurzel aller unserer sozialen und kulturellen Verfehlungen. Wieder ein Wochenende, wieder Roachburger, wieder ein überbewerteter Streifen im Lichtspielhaus. Ich sage Ihnen, versuchen Sie mal etwas Neues. Leben Sie und schalten Sie morgen wieder Radio 2Point ein und lassen Sie mich Ihnen von meiner Sammlung von Keramikwühlmäusen erzählen. Denkt daran, dass ihr freiwillig hier seid. Gesichtet. Ihr wisst, was zu tun ist. Von Ihnen haben mir Ihre Kommentare über einen ganz bestimmten Fortsatz übermittelt, nämlich die Weiterführung von Mr. Cushions ganz und gar grässlicher Produktion Gefährliche Strumpfhosen. Gefährlich ist bei diesem Lichtspiel nur das Zuschauen. Die Fortsetzung mit dem Titel Gefährliche Strumpfhosen 2, das Gold der Hüfte, hat sich den begehrten Preis unterste Schublade verdient. Mit diesem Preis zeichne ich all jene Früchte der Filmindustrie des Countys aus, denen es mehr als ohnehin üblich an künstlerischem Wert mangelt. Studierende werden gebeten, sich großartig zu amüsieren. Aufsichtigte Sandwiches werden gegessen von mir.
häufige Fragen. Dein Essen ist kalt, weil der Ofen nicht an war. Sicherheitslücke. Bitte ändert eure Passwörter. Nun, das war äußerst anstrengend. Das werden wir nicht noch einmal tun. Anders als all diese ideenlosen Doppelt- und Dreifach-Wiederkäuer wissen wir bei Radio 2Point nämlich, wann einer Sache Genüge getan wurde. Ihr wisst, was zu tun ist. Das Studienjahr ist fast zu Ende. Nur, falls ihr es nicht bemerkt habt. Bald. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Die Jahresendwertung wurde veröffentlicht. Für Daumendrücken ist es jetzt zu spät. Das Studienjahr ist Studienanfänger sollten einen guten ersten Eindruck machen. Kein Druck! Und das war die heutige Sendung. Für all das Gesagte gilt freilich ein großer, nicht zu verachtender Vorbehalt.
Sollte ich persönlich je in einer Fortsetzung wirklicher Art auftauchen, so können Sie sich sicher sein, dass ich dafür gute Gründe hätte und dass es sich dabei um eine enorme, dem Namen Bickleworth würdige Verbesserung des Vorgängers handeln würde. Wie war das? Das Personal wird gebeten, sich um die Studierenden zu scheren. Studiengebühren sind teuer. Bildung ist unbezahlbar. Das Personal wird gebeten, inspirierend zu sein. Studierende sollten zumindest so tun, als hörten sie zu. Gebeten, keine Fragen zu stellen. Thank you.
verlassen zu müssen. Harrison Wolf auf Two Point Radio. Willkommen bei Radio Two Point. Hier spricht Harrison Wolf, euer Gastgeber bei diesem akustischen Beisammensein. Das ist die Party in der Party. Das Sandwich in der Brotdose. Das Ding im Ding. Wisst ihr was? Ich lasse mir ein paar Worte einfallen und dann geht's sofort weiter. An die Verwaltung, bitte auf die Flüssigkeitsaufnahme achten. Heute in den Nachrichten. Der örtliche Filmstar Roderick Cushion ist in die Kritik geraten, nachdem er dabei fotografiert wurde, wie er Fotografen mit einem Bagel bewarf. Die unglücklichen Opfer müssen exakt zu dem Zeitpunkt in seinem Badezimmer gewesen sein, als er sich entschied, mit
Bagels um sich zu werfen. Zufälle gibt's. Fähigkeiten sind nicht übertragbar. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Der Stundenplan ist jetzt verfügbar. Plant euer Leben entsprechend. Schon länger im Two Point County, als ich mich erinnern kann. Und doch höre ich ab und zu noch neue Redensarten. Heute Morgen zum Beispiel traf ich Ricky Hawthorne. Wir plauderten ein wenig und dann sagte er, er müsse mal für kleine Pferdchen. Ich habe keinen blassen Schimmer, was er damit meinte. Ich will es auch gar nicht wissen. Dieser Mann ist mir ein Rätsel. Und so soll es auch bleiben. Hinweis: Eindringlinge auf dem Campus. Herrje. Thank you.
Studierende werden gebeten, an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Was soll ich nur mit meinem Leben anfangen? Ich habe einfach keine Idee. Orbi. Schenkt euch sonnige Zukunftsaussichten, überschattet von Schulden.